Ich sag auf und davon. Falsche Richtung. Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Du da, Fleischer, glaubst du etwas? Womit habe ich nur verdient, dass du mir am Arsch klickst? Namens die Waffen. Los. Sie sind vertrimmt worden wie Lobbygrader Hure. Wundert's dich? Sie haben versucht, einen Trick so blöd zu kommen. So, dann fahren wir mal zu der Hütte des Wildlaws. Nö. Das wollte ich nicht. Okay, hier geht's lang. Wir könnten es auch mal Tag werden lassen. Guck mal, da ist ein Streuner. Schwör ab, du Monster. Okay, ich wollte gerade mal meditieren. Und dann halt nicht. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Okay, das können wir nicht tun. Och, ich hab Bock auf den Kampf. Verpisst euch. Sofort. Haha, und ich dachte schon, heute gäb's keine Toten. Magier zahlen gut für Teile von seltenen Kreaturen. Was wir wohl für seine Augen kriegen. Den Teufel, was von mir? Du bist erledigt. Verdammt, bist du hässlich. Okay, der hat eine Axt. Verdammt. Gar kein Problem. Mal sehen, was das für einer ist, der Edrics Freunde so aufgebracht hat. Schön erstmal looten. Hier liegt noch einer. Okay, können wir jetzt mal kurz meditieren? Das fände ich gar nicht schlecht. Bis zum Morgen. Sehr schön. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann. Nein, ein Wolf. Grau. Doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Ah, ja. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder.
für Anna, um sie zu schützen. Ja. Um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses Rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen, aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du, wohin? Nein. Weidler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weidler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin, meine Ziege. Sie ist weg. Tja. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich. Nicht ohne die Ziege. Wenn ich die Ziege zurückbringe, hilfst du mir dann? Prinzessin, wo bist du nur hin? Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Ah ja, du hast deinen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du im Inventar den richtigen Stand platzierst und damit schnell Zugriff auswählst. Drücke die mittlere Maustaste oder halte mittlere Maustaste gedrückt, um den Gegenstand zu verwenden. Ah ja. Ziegenglocke. Ja, finde Ziege. Hier. Erste Spuren. Hier entlang, glaube ich. Naja, ich höre sie schon. Ein Wolf. Ziege ist nicht weit weg. Wolfsfell. Noch ein Hinweis. Ist nicht mehr weit. Gut. Bist du? Na los, gehen wir zum Weidler. Ja, komm her. Komm schon, verdammt. Ich hätte es wissen müssen. Wie kann ein Hexer mit Walderdbeeren konkurrieren? Hier entlang, euer Gnaden. Okay, der Weidler ist da drüben. In dieser Richtung.
Zur Hölle bist du hin? Wie schmeckt dir das? Was ist denn jetzt? Nein, nicht die Ziege. Der! Lauf doch, du beknacktes Huhn! Ja. Sehr gut. Schädigte Gegenstände, ein deiner Gegenstände ist in einem schlechten Zustand. Reparieren funktioniert nicht so gut. Ja, meine Schwerter sind wohl kaputt. Sind Bären besiegt. Das Schwert muss repariert werden. Oder wir nehmen einfach neues. Das ist bis 50 Schaden. Nehmen wir dies. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Nicht mal das tut wirklich helfen. Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. Zuerst deine Ziege zurück. Und den Bären haben wir auch getötet. Prinzessin, lauf dem Weideler nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Prinzessin in Not. Ja. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein. Ja. Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf half dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm. Blut! Wir brauchen Blut! Ein lebendiges Wesen! Wie wär's mit einer Ziege? Gut, bin gleich zurück. Eine Ratte. Reicht das? Ein Salzkreis. Und das Kind lebt, obwohl es tot ist. Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger?
Ja, hatte eine Fehlgeburt. Hm, das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Jähzornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch jähzorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weidela ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandelt es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf, fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Dann ab zurück zum Baron. Sprich mit dem Baron. Ich hab's befürchtet. Oh, schade, mitnehmen kann ich sie nicht. Kann ich hier nix. Na komm, Plötze. Es geht zurück zur Burg. Wo ist denn das rum? Sein Schlag? Oha. Da ist was geschehen beim Baron. Die Burg brennt. Na dann genau drauf zu. Langsam. Dann löschen wir eine Burg. Was ist hier los? Und was habe ich bereits? Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Ja. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Beeilung! Sieht nach Regen aus. Okay, nur. Komm mal rein. Warte mal kurz, ich muss meine Fackel anzünden. Hier ist noch zu wenig Feuer. Okay, gibt es hier irgendwo einen Weg hin? Einen Weg rein? Verdammt, rührt sich nicht. Wohl von innen verriegelt. Ich brauche einen anderen. Das Wichtigste zuerst. Scheiße, das Feuer greift um sich. Verdammt, rührt sich nicht. Wohl von innen verriegelt.
Ich brauche einen anderen Eingang. Verdammt, rührt sich nicht. Ich schaue ja schon. Wohl von innen verriegelt. Ich brauche einen anderen Eingang. Hier vielleicht. Jetzt hau doch ab. Okay, jetzt ob ich da nicht durch kann. Ich kann aber vielleicht durch die erste Tür dort eben. Okay, das vergreift jetzt auch die anderen Häuser an. Okay, das wird wohl nix. Nicht da hoch. Erstmal ein bisschen looten. Oh, Zwergenschnaps. Kann jetzt Zwergenschnaps herstellen. Ich habe nicht lange Sauerstoff, deswegen. Okay, wie komme ich hier runter? Ups. Ich komme nicht raus! Das Dach ist eingestürzt! Raus mit dem Fern. Wir sollten das Haustor mal aufmachen. Und selbst auch hier raus. Sterb gleich selbst. Okay. Du bist tot. Ich hoffe, es gibt ein Autosave. Ich habe ihn noch nicht gespeichert. Das wird kritisch. Ganze Arbeit von fast 3 Stunden weg. Das wäre ein bisschen kritisch. Es lädt verdächtig lang. Merken, wir müssen speichern. Das ist unabdingbar. Ja, wenn nicht, muss ich das dann offscreen machen. Müssen wir dann, muss das nochmal arbeiten. Das ist dann, bis zum nächsten Stream müssen wir nochmal aufarbeiten den. Ich hoffe jetzt nicht, weil es vor schon, das sind schon 3 Stunden Arbeit, die ich, das ist die, Ah, okay. Du willst einen echt schlechten Save Point. Okay, der Save Point ist echt für die Katz. Mit nur Sauerstoff in der Scheine. Das ist echt, Gut, wir müssen gucken, ob wir hier irgendwie rauskommen. Tja, also Ladezeiten. Kann man irgendwas trinken, was Sauerstoff regeneriert oder sowas? Habe ich irgendwas im Inventar? Was mich eventuell regenerieren lässt. Wahrscheinlich nicht. Boah, das ist Ladezeiten. Vielleicht versuchen wir mal hier. Das wird nix. Okay, die Pferde retten bringt uns hier nicht raus. Vielleicht wurde es jetzt gespeichert. Das ist, dann sterben wir jetzt direkt gleich. Haben wir jetzt den Tod gespeichert. Laden tot, laden tot, laden tot. Das wäre ein bisschen uff.
Müssen wir mal gucken, wo die letzten Checkpoints sind. Ich hätte halt mal speichern sollen, bevor ich in die Bandelhütte reinrenne. Das ist halt ein bisschen. Ja. Haben wir ja ein schönes Landschaftsbild zum Angucken. Tja. In so kurzer Zeit kann man halt nicht viel. Ich werde versuchen, wieder in die frische Luft zu kommen. Jetzt hier. Das ist jetzt blöd. Und da wird mir was angezeigt um die Ecke. Ich kann nicht dahin laufen. Wenn es nur schneller laden würde. Meine Güte. Hexertränke sind für normale Menschen tödlich. Ja. Vielleicht können wir ja mal irgendwann mal einen, den wir nicht mögen, Hexertrank anbieten. Na komm. Versuch hier irgendwie rauszukommen. Ah ja. Mitte, die Pferde. Also, ich will dir die Abreibung verzeihen, die du den Deppen an der Kreuzung verpasst hast. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast? Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Will er jetzt kämpfen oder was? Schwanzlutscher! Sie sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul! Wir müssen reden. Gar nicht mehr so blutig, der Baron. Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Anna? Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte... Du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Bändigen konnte, alter Schwede. Ich halte dich wirklich für einen Schlappschwanz. Aber nicht, weil du sie nicht bändigen konntest, sondern weil du sie vertrieben hast. Was? Spiel nicht den Idioten. Du hast ihnen keine Wahl gelassen. Anna und ich... Es war nicht so, wie es jetzt scheint. Na schön, ich bin ganz Ohr. Erzähl, was passiert ist. Diesmal die Wahrheit.